und am Wort nun Sandra Wassermann von der FPÖ. Kolleginnen und Kollegen, Hohes Haus, gestatten Sie mir zuerst, dass ich im Namen der Freiheitlichen Fraktion auch der Frau Kollegin Königsberger-Ludwig alles Gute für ihren weiteren politischen Weg auch wünsche. Es ist mir heute eine ganz besondere Freude, dass ich zum Thema Senkung der Umsatzsteuer auch ein paar Worte sprechen darf. An dieser Stelle auch an unseren Ausschussobmann, den Gerald Hauser, ganz liebe Grüße, gute Besserung von dieser Seite her. Du hast ganz unermüdlich für diese Senkung gekämpft und hast mit deinem beherzten Einsatz über Jahre hindurch auch diese freiheitliche Handschrift zu diesem Beschluss mitgetragen. Ein herzliches Danke dir an dieser Stelle und auch ein Dankeschön an die Bundesministerin. Wir haben einen sehr konstruktiven Ausschuss gehabt und das erleichtert das Arbeiten natürlich, wenn man sich so konsensual versteht und in diesem Sinne diesen Beschluss auch zustande gebracht hat. Es ist für mich bemerkenswert, dass wir gleich zu Beginn dieser Periode diesen Beschluss fassen können. Das zeigt zum einen auch, dass wir unsere Wahlversprechen einhalten, aber zum anderen auch, dass wir die Wahlversprechen sehr ernst nehmen. In den letzten Tagen habe ich einige Gespräche geführt, zum einen mit ein paar Unternehmern aus der Hotellerie, unter anderem auch mit Gästehäuserbetreibern, und alle haben mir ihre große Erleichterung kundgetan. Man kann sich also das so vorstellen, dass viele Betriebe in den letzten Jahren -3% Verlust ausgewiesen haben in ihrer Bilanz und damit nicht genug. Ich möchte nur ein Beispiel anführen, dass es auch weitere Erhöhungen gegeben hat. Beispielsweise fällt mir ein die Erhöhung der Gebühren, unter anderem auch der Ortstaxe in der Landeshauptstadt Klagenfurt, wo die FPÖ dagegen gestimmt hat, wo es aber die SPÖ-Bürgermeisterin Matthierschitz war, die leider auch diese Gebühren zur Belastung der Tourismuswirtschaft auch vorangetrieben hat. Und unter diesen Voraussetzungen macht man es der Tourismuswirtschaft schon sehr schwer. Was man den Unternehmern in dieser Hinsicht aber sehr zugute halten muss, ist, dass sie diese Steuererhöhungen aus der Vergangenheit nicht auf die Kunden abgewälzt haben. Und deshalb sage ich ganz klar, die Tourismusbetriebe brauchen diese Steuererleichterung mehr als notwendig, denn es liegt an den tüchtigen Unternehmern, diese verlorenen Jahre der Vergangenheit wieder gut zu machen und die schon lange aufgeschobenen Investitionen nun auch durchführen zu können. Besonders für das Tourismusland Kärnten freut mich natürlich diese Entscheidung und unterstütze ich und befürworte ich diesen Beschluss natürlich ganz besonders. Und zum Abschluss möchte ich noch eine Kausalkette anführen, die vieles noch einmal auch für die Opposition sehr klar verdeutlichen wird. Zum einen, durch die Steuerreduktion bekommen die Betriebe mehr Kraft für weitere Investitionen und bleiben marktfähig. Die Wettbewerbsfähigkeit wird gesteigert. Und vor allem der Bürokratieabbau durch die Vereinheitlichung der Steuersätze wird auch herabgeschraubt. Dadurch hat man mehr Zeit für Gäste und auch mehr Zeit für Kunden. Und an diesem positiven Beispiel sehen Sie schon, dass was alles möglich ist, wenn die Freiheitliche Partei in Regierungsverantwortung ist. Und es wird wieder konstruktiv für die Bürger gearbeitet. Deshalb das Tourismusland. Zum Abschluss, das Tourismusland Österreich blüht wieder auf, zum einen auch mit dem meteorologischen Frühlingsbeginn gestern, aber auch sichtbar an dem politischen Umschwung, dass der Gestaltungswille und die Arbeitskraft der Regierungskoalition vorhanden ist. Sandra Wassermann von der FPÖ hebt die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit durch die Senkung der Mehrwertsteuer auf Nächtigungen hervor.